So, Band 4 von Die Sieben Königreiche, Die Wahrhaftige, kannte ich ja als einziges Buch der Reihe noch nicht. Ach, das ist sehr schön. Ich habe hier gerade so eine Karte gefunden mit den Protagonistinnen. Sehr cool. Kannte ich als einziges der Bücher noch nicht, weil es jetzt erst auf Deutsch rausgekommen ist, obwohl die alten Ausgaben, also die ersten drei Bände, glaube ich, schon 10 Jahre alt sind oder sowas. Und ich habe ja von einer von euch noch gelesen, dass es noch mehr Bände gibt, die im Englischen wohl auch schon draußen sind, oder der fünfte ist, glaube ich, schon draußen im Englischen, die jetzt auch übersetzt werden. Ich hoffe nicht nochmal in 10 Jahren mit komplett neuer Auflage. Ja, auf jeden Fall kannte ich dieses Buch halt noch gar nicht und war deswegen sehr, sehr gespannt, auch natürlich um wen und worum es hier geht. Und war dann positiv überrascht, als ich festgestellt habe, dass es auch hier wieder um Bitterblue geht. Bitterblue ist jetzt etwas älter, sie ist jetzt Mitte 20 und schon etwas länger Königin auch. Und sie möchte jetzt natürlich auch, nachdem sie aus anderen Reichen Leute kennengelernt hat, auch so ein bisschen, ja, mal in die große weite Welt hinaus und mal gucken, was es da noch so gibt an Reichen und die halt besuchen. Und das, da bietet sich ein Reich gerade besonders an, und zwar Winterburg, denn dort sind zwei ihrer Botschafter auf See ertrunken. Und Bitterblue hat das Gefühl, dass damit irgendetwas ganz und gar nicht stimmt. Vor allem, als sie dann noch feststellt, dass die Winterburger Händler ihr hinterrücks ein Gut gestohlen haben, das sehr, sehr, sehr wertvoll ist. Und deswegen macht sie sich selber auf die Reise nach Winterburg. Und während dieser Schiffsreise fällt sie von Bord und wird entführt von einem Luftschiff. Und ihre Freunde sind natürlich super hilflos und wissen gar nicht, wo sie ist, ob sie überhaupt noch lebt und was sie jetzt machen sollen, und versuchen herauszufinden, was in Winterburg eigentlich abgeht. Und als zweite Protagonistin haben wir eine Tochter einer winterburgischen Familie, die sehr einflussreich sind auch, die eben ihrerseits versucht herauszufinden, was da eigentlich los ist, denn ihre Familie hat definitiv etwas mit dem ganzen Geschehen zu tun. Wie hat es mir gefallen? Ich war so ein bisschen skeptisch am Anfang, weil ich halt dachte, okay, was soll da jetzt noch kommen irgendwie, aber die Autorin hat das Buch ja wahrscheinlich so direkt im Anschluss geschrieben an die anderen und das halt noch nicht hier angekommen. Auf jeden Fall dachte ich dann so ein bisschen so, schon wieder Bitterblue und weiß ich nicht, irgendwie die anderen mochte ich ja auch lieber und so. Aber es hat sich dann herausgestellt, dass das Buch eben auch um die Liebesbeziehung zwischen Gidon und Bitterblue geht. Also dass es darum geht. Gidon kennen wir schon aus dem ersten Band, wo er unsterblich in Kalza verliebt war und sie heiraten wollte und danach ihr und Bo dabei geholfen hat, den Orden aufzuziehen, so richtig, und auszuweiten. Und er ist dann im dritten Teil eben nochmal aufgetaucht als Freund und Ratgeber von Bitterblue, und jetzt ist er hier und muss halt feststellen, dass seine Gefühle deutlich, deutlich tiefer gehen als das und dass er vielleicht seine Chance mit ihr verpasst hat. Auf jeden Fall aber hat es mir sehr gefallen, die beiden nochmal zu begleiten. Ich fand Gidon immer so ein bisschen unsympathisch und fand es jetzt halt dann schön, nachdem er im dritten Teil so einen Aufschwung erlebt hat irgendwie, dann nochmal mit ihm Zeit zu verbringen, fand ich sehr, sehr cool. Bitterblue auch als richtig erwachsene Frau nochmal zu sehen, fand ich auch eine sehr schöne Sache. Und natürlich auch, dass man eben etwas weiter noch rauskommt aus den Sieben Königreichen, dass es nicht nur um die geht, sondern eben auch noch um andere Länder, die auch anders entwickelt sind und die eine ganz andere politische Situation haben und generell einen politischen Aufbau des Reiches so, fand ich super, super spannend. Ich muss leider sagen, dass es hier einige Punkte gab, die für mich offen geblieben sind und wo ich einfach den Sinn nicht so richtig verstehe. Zum Beispiel gibt es hier so eine Art Seehunde, die sich aber eher so verhalten wie Delfine und zum Beispiel ertrinkende Schwimmer retten und an Land bringen. Die sind dafür halt bekannt und die verfügen aber auch über die Gabe, mit Menschen zu kommunizieren, indem sie denen Mentalbilder senden. Und deren einzige Aufgabe ist eigentlich hier so ein bisschen Chaos zu verbreiten, weil sie jedem einfach irgendwelche Sachen zeigen und keiner so richtig weiß, soll ich den glauben oder nicht, oder jetzt vielleicht doch. Und dann gibt es da halt noch so eine Sagengestalt in Form einer, ja, wie so eine Krake eigentlich ist die, ein bisschen wie die Hexe Ursula,
die halt unter Wasser lebt und mit diesen Silberkühen heißen die Dinger, halt auch kommuniziert und irgendwie so ihren Teil dazu beiträgt, aber im Endeffekt spielt sie gar keine besonders wichtige Rolle. Und ich finde das so ein bisschen so nach dem Motto, ich wusste nicht, wie ich es sonst auflösen soll, und deswegen schreibe ich jetzt diese Figur hier rein, die halt alles auflöst. So war das. Und das fand ich ein bisschen nicht so schön. Also es hat ein paar Fragen aufgeworfen und ich hätte mir da tatsächlich dann etwas Größeres gewünscht, zum Beispiel ein Mehrvolk, ein richtiges oder sowas. Das hätte ich halt cool gefunden. Dass es eben nicht nur so Leute gibt, Beschenkte, sondern es gibt halt auch mehr Menschen oder sowas. Das hätte ich halt echt gefeiert. So fand ich es jetzt so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, ein bisschen zu sehr an den Haaren herbeigezogen. Aber ansonsten fand ich die Story mit Bitterblue auf jeden Fall sehr, sehr cool und definitiv auch lesenswert. Falls diejenigen, die die anderen drei Bücher schon kennen, noch zweifeln, das ist auf jeden Fall etwas, das kann man sich durchaus geben und auch gerne natürlich in Hörbuchform. Ich habe das Ganze bei Storytel gehört. Das ist ein Streamingdienst für Hörbücher und E-Books. Da zahlt man monatlich einen Festbetrag und kann dann so viel hören und lesen, wie man will. Und da gibt es wirklich eine riesen Auswahl und unter anderem eben auch die vier Bücher. Schaut dazu gerne mal unten in die Infobox, da findet ihr nämlich einen Link, da könnt ihr das Ganze 45 Tage kostenfrei testen. Und danach müsst ihr aber daran denken, das zu deabonnieren, sonst werdet ihr automatisch zu einem bezahlten Account umgemodelt. Und falls ihr das nicht wollt, müsst ihr das auf jeden Fall in den Kalender eintragen. Aber da kann man eben die Hörbücher hören und ich muss sagen, die Hörbücher waren auch einfach super kurzweilig und total angenehm nachzuverfolgen. Und ich habe das wirklich sehr, sehr genossen beim Fahrradfahren oder Joggen oder sowas. Also ja, ist auf jeden Fall ein gutes Ding. Schaut da gerne mal rein, ich freue mich über jeden und ansonsten wünsche ich euch wie immer ganz, ganz viel Spaß beim Lesen und noch einen wunderschönen Tag.